YouTuber. Hier wieder eine weitere Folge von The Picane zum zweiten Teil des iPad Pro 9,7 Zoll. Im letzten Video hatten wir es ja eingerichtet und haben uns mit dem Fingerabdruckscanner beschäftigt. Heute schauen wir uns im Einzelnen mal an, was haben wir drauf und was können wir damit machen. Als erstes entsperren wir wieder unser Gerät. So. Dann haben wir wie gewohnt drauf Safari, den Kalender, E-Mail, Uhr, Karten, Kontakte, YouTube habe ich schon drauf gemacht, die Kamera-App, FaceTime, dann hier drin das Game Center, den iTunes Store, iTunes U für Studenten, Erinnerungen, Podcasts, Tipps, Notizen, Fotobuch, Freunde und das war es auch schon. Dann haben wir noch Videos, Nachrichten, Einstellungen, den App Store, Fotos und Musik. Fangen wir an mit Safari. Dort haben wir wie gewohnt unser schönes Startfenster mit YouTube, Disney, Yahoo, ARD, Google Maps und Apple und Wikipedia. Und schauen wir mal, wie auf dem Gerät dank des neuen A9X Prozessors die Leistung ist und der Seitenaufbau. Nehmen dazu mal Apple und wir sehen, die ist sehr schnell da, die Seite. Ist auch ein sehr flüssiges Arbeiten damit. Man staune, nicht schlecht. Dann gehen wir auf das nächste. Auch diese Seite lädt super schnell ohne Ruckler. Kann man nicht meckern. Wirklich sehr schön. Dann schauen wir uns als nächstes an den Kalender. Wie gewohnt, so wie man es kennt, nichts Besonderes. Dann haben wir die Uhr mit der Weltzeit, der Wecker, die Stoppuhr und der Timer. Als nächstes hätten wir dann noch die Nachrichten-App. Die dürfte auch jedem bekannt sein. Kontakte sowieso. Die Karten-App können wir noch machen. Dann schauen wir uns unseren Standort mal an. Und wie wir sehen, es funktioniert alles sehr flüssig, ruckelfrei. Echt der Wahnsinn. Dann schauen wir uns hier die Satellitendarstellung an. Auch die wird sehr schnell aufgebaut. Ja, was haben wir noch? Als nächstes kommen wir zur Kamera-App, wo ich vorbereitet habe, ein Vergleich zwischen der alten Kamera und der neuen 12-Megapixel-Kamera, die hier drin ist. In zwei Disziplinen. Einmal jeweils Foto im Hellen und im Dunkeln. Und als zweite Disziplin ein Full-HD-Video in hellem Licht und in dunkler Umgebung, um zu gucken, wie dort die Qualität ist.
Dann kommen wir zur nächsten Neuerung, die vier Lautsprecher, die hier drin verbaut sind, wo ich sehr begeistert von bin, muss ich ehrlich gestehen. Der Klang ist also für ein iPad echt sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Wir können ja mal hier was anspielen. Nicht meckern über meinen Musikgeschmack, der ist ja bekanntlich verschieden. Aber da streiten sich die Gelehrten. Wir machen jetzt hier mal als Beispiel einen Titel. Also man kann sagen, der Sound ist wirklich nah an Raumklang dran, schöne Tiefen sind mit drin, die Höhen auch und sehr ausbalanciert, selbst wenn man das iPad voll da aufdreht, ist es nicht zu extrem, keine Verzerrung, also da hat Apple sich wirklich was Gutes einfallen lassen. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende, mehr gibt es leider nicht mehr zu sagen und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder halt einen Kommentar unten lassen, da irgendwo so. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.